Runde Geburtstage des Vereins, dass wir dann 30, 40, 50 Leute kommen, aber dass da gleich so viel rumsitzen, ganz bärig. Als allererst möchte ich mal, wer ist über 50? letztes Jahr haben wir Herrin Grimmi gefeiert, 60-jähriges vom Verein und haben da eine bärige Chronik gehabt. Und wie es dem einen oder anderen aufgefallen ist, ist in der Chronik natürlich das Ehrenamt vom Robert abgegangen. Alles haben wir drin gehabt, einen Haufen Beutel. Und dann haben wir natürlich gesagt, dann gibt es bei der nächsten Jahresabschlussfeier die Chronik nochmal, Robert, in die Bücher des Vereins ist die richtige CD mit dir reingegangen. Und ich habe es dann natürlich auch nochmal als Ausdruck mitgebracht. Der Kurt hat sich nochmal hingesetzt. Herzlichen Dank. Und hat das perfekt nochmal eingebaut. So. Leider ist der Herbert heute nicht da. Wer dann immer auftaucht, denke ich mal. Weiß da jemand was? Bitte? Achso. War natürlich eine ganz bärige Geschichte, weil der Herbert die goldene Nadel vom DMV überreicht kriegt. Ich werde zu ihm heimfahren. Also, das ist eigentlich das, was man sich im Leben immer wünscht. Okay? Die goldene Nadel vom DMV. Ich habe die silberne da, für 40 Jahre DMV. Die hat einer nicht abgeholt bei mir. Ich muss dazu sagen, ich war auf der DMV-Sitzung letzte Woche, letzten Sonntag, und habe mir zum einen die goldene vom Herbert da nicht gestickt. Nein, da haben sie geschaut. Kannst du dafür stehen. 50 Jahre DMV, die goldene Nadel. Keiner hat es da, gerade ich. Ja, Jahresrückblick ganz kurz. Hört das auf. Du hörst jetzt auf, habe ich gesagt. Ja, was war los im Jahr? Ich möchte einfach ganz kurz über das Jahr drüber fliegen. Vielleicht nebenbei, ihr seht es, der Sepp, der Kaiser Sepp hat die Bilder, die sie gebracht haben, in der Präsentation zusammengefasst. Sepp, auch dir gleich mal herzlichen Dank, weil es einfach bärig ist. Ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen was zum Anschauen. In dem Zuge auch gleich herzlichen Dank an Ronny, der steht da hinten. Das ist der, der im Internet immer so kleine Filme und Beuteln und so weiter macht, in hervorragender Qualität. Und vor allen Dingen, was für uns das Verein schön ist, wir dürfen uns auch immer hernehmen. Ob das jetzt vom Hochbergpreis ist oder vom Crosscup, was auch immer, was der Ronny macht, kann man frei verwenden. Und das ist gar nicht mehr so einfach. Das meiste, was im Internet ist, darf man nämlich nicht hernehmen. Ja, 12 Jahressitzungen hat es gegeben heuer. Zweimal waren wir nicht in der Alpenrose. Die Alpenrose hat ja neue Wirtsleute gekriegt. Was haben wir noch gehabt? Wo wir jetzt weniger, eher der Sepp mit seinen Buben, Grenzen am Kap, sind ganz grimmig mitgefahren in der Klasse Prestige. Dann ein Clubausflug, der Robert hat noch organisiert. Was war noch? Eine Grillfeier, da ist auch irgendwo mal ein Beutel drauf, 34 Leute waren da, war recht lustig. Vor allen Dingen deswegen, weil wir das Grillbesteck vergessen haben, also ich habe mit der großen Schaufel, mit der Erdschaufel habe ich grillen müssen. Aber es hat auch funktioniert. Irgendwo, glaube ich, haben sie es auch eingebaut. Und ja, ich glaube, satt ist auch jeder geworden. Das war das Wichtigste. Ja, dann haben wir organisiert, was heißt haben wir? Ja, wir, einen Workshop bei MMX Center für die jungen Fahrer, Motorradl einstellen, Schutzkleidung und so weiter. Ist für das, der sau heiß war, auch ganz gut angekommen und freut uns natürlich auch, wenn diese Theorie, die in dem Fall dann der Kötzinger Schorsch und der Real Falli rübergebracht haben, auch weitergehen wird. Ja, Veranstaltungen, Hochbergpreis bei bestem Wetter. Was mich neulich gefreut hat, wir haben einen Haufen eigene Starter gehabt beim Hochbergpreis. Mehr oder weniger erfolgreich. Gut, beim letzten Mal war der Rudi Erster, das kann man natürlich nicht immer wiederholen, aber trotzdem, ich denke, da ist wirklich das Wichtigste die schönen Fahrzeuge und ich kann eigentlich nur sagen, ich habe erst heute wieder einen Anruf gekriegt von Karl May,
ist vielleicht jemand aufgefallen, mein Fahrer hat wirklich so geheißen. Ich muss mal lachen, weil er gesagt hat, Karl May, und da habe ich schon lachen müssen bei der Siegerehrung, und es rufen wirklich Leute und sagen, dass das so bärig war. Und zwar deswegen, weil das Matchen nicht im Vordergrund steht, sondern einfach, dass man mal ratscht, dass man da mal fährt, dass man mal ein paar Maschinen sieht und vielleicht ja, ein Fahrzeug, das man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja, in Trenk-Moos haben wir einen Chiemgau Cross Cup gemacht, der gleichzeitig den Wanderpokal, das zweite Mal vergeben, bei dem gleichzeitig der Wanderpokal Robert Kaffel Gedächtnispokal das zweite Mal vergeben worden ist. Diesmal hat der Kötzinger Schorsch gewonnen, übernommen vom Allerberger Franz. Das heißt, das Best-of-Finale hat der gewonnen und somit ist der Pokal momentan Zwingerum, weil der ja ganz stark bei BMW jetzt drinnen ist, dienstmäßig. Ich hoffe, ich habe von den Aktivitäten, die so waren, nichts vergessen. Und da möchte ich natürlich noch ganz kurz was sagen, was wir am Donnerstag erlebt haben. Wir haben ja unser Übungsgelände wieder versucht, beziehungsweise, ja, muss ich sagen, wir durch starke Unterstützung vom Oberbürgermeister von der Stadt Traunstein und auch von der Verwaltung ist das rasant durchgegangen bis zum Stadtrat, also bis zur Sitzung. Und es war wirklich gut. Wir sind reingefahren, der Christian war dabei. Und dann sitzt man so drin, der Christian war noch nie drin. Und wer die Zeitung gelesen hat, der hat gelesen, dass der zweite Punkt ein Antrag von den Grünen war. Und ich habe, nein, das erste war bekannt, glaube ich, des Oberbürgermeisters. Zwei war, und ich habe einen Sepp, also Kaiser Sepp, ja zum Stadtrat, zu seinem Mandat gratuliert. Also nach dem Punkt von den Grünen, wenn man denkt, das ist schon der Wahnsinn, was du da drin aushalten musst. Der Christian ist neben mir gesetzt, der hat halt gemeint, das ist nicht wahr, was die da diskutieren. Da ist darum gegangen, ob Traunstein einem Verein beitritt, der praktisch fahrradfreundliche Städte, ich sage jetzt einmal, irgendwo mitnimmt. Da ist eine ganze Stunde diskutiert worden. Das kann man sich nicht vorstellen, das muss man erleben. Ja, nach der Stunde ist dann unser Antrag gekommen, der Ding sehr gut abgefasst war. Wie gesagt, ich habe den Vorteil gehabt, dass die Stadt Traunstein mich da wirklich unterstützt hat. In einer Art und Weise, dass ich eigentlich einen Entwurf reingeschickt habe und mit dem Entwurf haben die sofort den Antrag zusammengebaut. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie schön das gelaufen war. Ja, dann ist das Ganze angesprochen worden, ist auch beschrieben worden. Ich muss dazu sagen, sehr positiv. Der Sepp hat gut geredet für uns, der Zillner Hans, die Christa, die Fuchs Christa und so weiter. Es haben wirklich der Namberger Stefan sehr positiv geredet, und was mich gefreut, man hat als Vorstand oder auch die, die Jugendarbeit machen, wirklich manchmal das Gefühl, man ist nur noch Bittsteller für das, dass man was tut, dass die Jungen hinfahren können. Und da muss ich sagen, haben die das wirklich sehr gut ins richtige Licht gerückt, möchte ich mal sagen. Was faszinierend war, die Diskussion. Es war der Wahnsinn. Da sagt ein Stadtrat zu mir, eine hat vorher schon gesagt, wenn ihr euch Elektromotorradl kauft, dann stimme ich zu. Dann habe ich gesagt, und die Kräner kehren nicht in den Stadtrat rein, habe ich zu ihr gesagt. Dann hat sie mich schon angeschaut. Und dann ist der andere noch dahergekommen, dann hat sie mir den anderen Kräner umgeschickt und dann habe ich zu ihm gesagt, sag ich, gestern bei der Bürgerversammlung habe ich zu dir gesagt, wenn du die Hand hebst beim Ja, zahle ich dir eine halbe. Oettinger Hell. Weil ich habe eh gewusst, dass er nicht dafür stimmt. Und die zwei haben der totale Wahnsinn. Also was da rauskommt, was auch gut war, dann gehen wir mal in den Stadtrat so da rein nach oben, ich muss mir da wirklich jetzt ein bisschen was von der Seele reden. Dann kommt die Traunstein-Liste, da sitzt einer drin und sagt, es gibt doch um Traunstein so viele Kieskrümmer, fahrt doch einfach in den Kieskrumm rein. Ich muss sagen, da hat auch der Sepp dann Stellung genommen dazu, weil hinten darfst du nichts sagen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch faszinierend. Null Ahnung, aber der darf dann abstimmen, gell? Fahrt doch in die Kieskrumm rein. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen die Leute, die in die Kieskrumm gehören, nicht ärgern. Weil dann hast du genau das, den Punkt, was zum Beispiel das Supermoto in Aiging draußen ja eigentlich mehr oder weniger verhindert hat, weil da so die in der Kieskrumm vom Landbau umeinander gefahren sind. Und weil der gesagt hat, das interessiert mich nicht mehr. Also war wirklich, dann gehen wir ein Stück weiterführen bei den Roten, da war auch so ein guter Einwurf. Da hat nämlich einer gesagt, wir könnten uns doch überlegen, ob wir es nicht einmal im Monat trainieren lassen.
Hat er dann auch der Namberger Stefan hervorragend Stellung genommen, weil er gesagt hat, wenn man sich vorstellt, eine Fußballmannschaft trainiert einmal im Monat, kannst du eigentlich vergessen, ja. Wie gesagt, und dann eigentlich Zillner Hans, nach dem OB, der Sepp und so weiter, haben sehr gut geredet. Nichtsdestotrotz war es dann trotzdem so, dass mit 10:14 abgelehnt worden ist. Das heißt, auf der linken Seite vom Bürgermeister haben uns keine Stimmen erhofft, auf der rechten hätte ich mir ein paar mehrere erhofft. Aber es war wirklich diese Angst da, dass über dieses Sondernutzung Motorsport, die ja beantragt war, dass wir da dann auch schießen können. Ja, also für mich passt es nicht ganz zusammen. Es war dann auch sehr interessant, also es war eigentlich kabarettreif, weil es hat dann der OB irgendwann auch zu einem Stadtrat von der SPD gesagt, da ist zum Landratsamt und Genehmigungsbehörden gegangen, hat er gesagt, da sitzen wir so mal zusammen, dann sage ich da ein bisschen was dazu, weil wirklich, man kann sich es nicht vorstellen, man kommt sich da irgendwo vor, als wenn Jugendarbeit was Schlimmes wäre. Also es ist wirklich faszinierend. Ja, das heißt, es ist abgelehnt, nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Veranstaltung drauf zu machen, zu genehmigen, also genehmigen zu lassen, das ist klar. Und wir werden sicherlich auch, nachdem heuer die Überseher uns Traunstein eingeladen haben zum Abgasen, also zur letzten Veranstaltung des Jahres, werden wir sicherlich nächstes Jahr das erste bei uns machen, das heißt Abgasen, wer dann Zeit und Lust hat, in Form eines, ja, sage ich jetzt einfach mal, lockeren Trainings. Aber es ist halt so, dass wir wirklich über die TÜV-Verordnung nur fünfmal im Jahr das Recht haben oder die Gewissheit, dass wir Genehmigung kriegen müssen, wenn nichts dagegen steht. Ja, was mich auch gefreut, das ist natürlich, dass so viele Junge da sind heute, so viele von den jungen Fahrern. Es ist nicht recht einfach, die anderen spielen da hinten schon Lego, aber das gehört halt einfach dazu. Ich darf euch, sage ich einfach mal, die Eltern, das habe ich so das letzte Jahr oft beobachtet. Geht's auf die Jungen mal zu. Ich habe gemerkt, dass der eine oder andere den Namen nicht weiß, dass er es nicht kennt. Und ich denke, so ein Tag wie heute, also ein gemeinsames Feiern, kann doch dazu führen, dass ich einfach mal aufstehe, sitze mir hinter ihn und rede mit den Leuten, mit den Jüngeren, mit den Aktiven. Und ich glaube, dass man da relativ schnell ein gemeinsames Gespräch findet. Weil das ist das, was man manchmal ein bisschen abgeht, diese Verbindung zwischen alt und jung. Und die Burschen mit seinen Hochschatz, mit dem Fahren, das ist wirklich faszinierend. Ja, einen Zürcher haben wir da, einen Albrecht Heini, freibinarisch, weil ich muss sagen, ich glaube, da klatscht sowieso jeder, wenn ich sage, das ist für mich einer, der das meiste Gefühl auf seinen Knipferzirch hat. Und da klatschen wir es einmal, würde ich sagen. Bei ihm freut es mich immer wieder, wenn ich ihn her, weil es gibt einen Haufen, die einfach nur laut spielen. Und ich wollte den Kontrast, letztes Jahr haben wir eine moderne Musik da gehabt, vier Leute, haben auch Bärde gespielt und heute haben wir mal wieder ganz was anderes. Ja, von meiner Seite, jetzt wird dann, wenn er wissen hat, der Heini noch ein paar spielen. Dann haben wir natürlich die Fahrerehrung, das ist klar, da kriegt ja jeder, der gefahren ist heuer, wieder eine Goldmedaille, so muss das auch sein. Ja. Du nicht? Ich glaube, dass ich nicht so viel dabei habe. Nein. Ja, und im Anschluss, ich habe eine Einladung steht drin, er ist nur daheim nicht gleich weggekommen, haben wir als Show-Act, wenn man heute so schön sagt, zum Zuschauen, einen Zauberer, der dann das eine oder andere macht. Ich weiß nicht, was er für Tricks dabei hat. Normal zersägt er mal eine Jungfrau und so. Haut er fast immer hin. Also der Zauberer der Adi. Und bevor ich jetzt beschließe, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an Sepp für die Präsentation und natürlich auch an Hansi, der die zwei Maschinen putzt hat, dass wir ein bisschen eine Dekoration herin haben, was passt ja besser als bei zwei Motorradl. Hansi, Dankeschön. Ansonsten lasst es euch gut schmecken. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und wie gesagt, wir haben noch die Fahrerehrung. Ansonsten, ja, viel Zeit zum Raschen, zum Unterhalten und geht's mal bitte schön auf die jungen Leute zu. Dankeschön. Ja, bitte.
Info in der Grasjugend an Alice und an Uli Ehren. Also, danke Alice für alles, was du tust. Und jetzt haben wir eine Überraschung für die. Also, ja, das haben wir jetzt einfach mal gemacht, weil da alles selber da ist für uns, selber mithilft und eigentlich selber nie zum Singen ist, wenn alle beim Fahren sind. Sondern weil wir gerade im Hintergrund sicher mal uns bemüht. Und für den Uli haben wir einen Kasten Bier, weil der auch wieder bei mitgeholfen hat. Obwohl er lang krank war und viele Probleme gehabt hat, hat er selber mitgeholfen. Das war super. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, von den Grasfahrern, die haben wir noch mal ein bisschen was zusammen. Danke zum Sagen. Thank you.
sein, 2012 und so. Das steht heuer nicht drauf. Weil die Schwiedel beim H&W an meinem BMW drin haben. Das heißt, die kriege ich am Montag erst wieder. Ich habe mir am Freitag eingestellt. Das heißt, ihr kriegt natürlich die hinten noch drauf. Die haben hinten wie ein Knacker, da ist nichts drauf. Aber ich wollte jetzt einen Herbert nicht mehr ausleiten, zwingst meine Schwiedel. Aber nichtsdestotrotz, es haben für die Jungen Goldmedaillen. Nachdem ich mitgekriegt habe letztes Jahr, dass wenn wir die Pokale rausgeben und der eine Silber und der andere Golden ist, auch wenn der Silber die größte wie der Golden ist, das ist einfach kein Golden. Aber Kinder, ich muss ehrlich sagen, das verstehe ich. Das ist einfach so. Ein goldener kleiner ist besser wie ein silberner großer. Und auch umgekehrt. Also das. Und jetzt möchte ich einfach mal die Fahrer kurz vorlesen. Ich hoffe, dass ich keinen vergesse. Und wenn ich einen vergessen habe, sagt mir das bitte einfach. Die heuer im Jugendbereich, im Jugendsportbereich für uns unterwegs waren, irgendwo auf der Strecke. Das ist einmal der halbige Andi. Kommst du bitte vierer? Und jetzt möchte ich, der Uli, glaube ich, ist schon heim. Der hockt noch da. Schön, dass du da bist, Uli. Magst du bitte die Medaillen umhängen? Da und Andi gleich mal einen umhängen. Die rechten, ganz rechts geht's los. Weil, was ganz bärig ist, ich meine, dass wir heuer das erste Mal mehr Fahrer da haben, als was ich Medaillen oder Pokale oder was auch immer dabei habe. Meistens habe ich die Hälfte wieder heimgefahren. Also, das ist der Andi. Bleib doch gleich da, Andi. Da machen wir dann ein Beutel. Ist der Wiesel-Lukas auch da? Nein, haben wir nicht da. Gell? Habe ich auch hinten nicht gesehen. Dann der Gehmacher Martin ist leider nicht da, aber das ist klar, die haben von ein bisschen weiter her. Der Tibel Even. Wo ist denn der Even? Da, komm für den Even. Hängst du das ein bisschen um? Ja, sowieso. Bleibt noch gleich da, Jungs. Da machen wir dann noch ein Beutel für euch. Jetzt weiß ich deinen Namen sogar ich nicht. Du bist der? Hannes. Der Hannes. Hannes der Säufer. Hannes kommt vierer. Ich muss sagen, manchmal weiß ich es auch nicht auswendig, weil es wirklich der Rainer daher schießen. Hannes, du kriegst natürlich auch eine Medaille, das ist doch ganz klar. Jeder kriegt eine, der irgendwo einmal gestartet ist. Und jetzt hat sie öfter gestartet. Dann der Huberlinus ist leider nicht da. Der Gehmacher Michi auch nicht da. Man hört schon Gehmacher, das sind drei Brüder, da fahren alle drei. Da ist natürlich was los. Dann ist einer da, der heuer sogar, was heißt sogar, der fährt immer schon gut. Und unsere Strecken, wo wir so ein bisschen trainieren dürfen in Wolkersdorf, wer es kennt, die ist eher klein genug, eher sehr bucklig. Und darum ist der im Enduro auch recht stark unterwegs, heuer in Elmau, glaube ich. Elmau war das, in Österreich ist er sogar Zweiter geworden. Der Lennart Christian. Christian, komm bitte vierer. Das haben wir auch beim Crosscup schon gesehen. Er hat eine saubere, gleichmäßige Fahrt. Gell? Bärigen Stil. Dann haben wir die Kaiser Theresa. Theresa ist auch mitgefahren beim Cup. Als Kinder Crosscup-Fahrerin. Auf der 85er unterwegs. An Steffen Sebastian, der ist nicht da. Der lässt sich entschuldigen. Der hat der Papa abgesagt. Dann den Kaiser Stefan. Und noch ein Dirndl, die Schilcher Julia. Auch schon zwei Jahre jetzt unterwegs. Komm noch vierer. Beim Cup waren wir erst, gell? Beim Cup erst das erste Jahr. Eigentlich schon, passt. Sie sagt, so lange fahre ich noch gar nicht. Dann der wo uns die jener welcher auf Hochdeutsch, gell? Der wo die Motorradleine gestellt hat und sauber putzt hat, der Fettig Hansi. Komm bitte schön vierer. Jetzt haben wir in der MX2. Ja, dann haben wir leider nicht da unsere zwei Supermotorfahrer, ein Kaiser Martin. Und ein Kaiser Florian.
Du darfst trotzdem klatschen, der Sepp sagt es einer. Was uns gefreut haben, dass sie in Rupperding auch beim Crosscup mitgefahren haben, weil da haben sie nämlich auch relativ schnell vorne unter die ersten 10 drinnen. Also da lassen sie sich nichts okay, nein, bärig. Dann der Büchsener David, der ist leider nicht da. Der hält ein bisschen weiter her. Jetzt kommen wir schon zu den größeren Klassen. Der Pindl Thomas ist nicht da. Dann habe ich einen jetzt das Beitrittsformular geschickt, der möchte auch für uns fahren. Der Hase Michael, der rasende Kaminkehrer. Schauen wir mal. Einer ist, oder der nächste ist wieder da, der Weiß Samuel. Samuel, freut uns, dass du wieder zu uns kommst, dass dir gut geht. Bärig. Jetzt musst du aber auf Vierer gehen. Samuel hat uns wieder davon, das gefreut uns ganz narrisch und hilft uns auch wieder mit die Buben jetzt. Dann ein Svoboda Christian, jetzt kommen wir wirklich schon zu den älteren zwei Radlern. Dann machen wir weiter bei den Kleinen, jetzt haben wir schon bei den Kleinen. Hat den Hochbergpreis gewonnen, der Emma Franz. Wie gesagt, ganz bärig, das erste Mal, dass wirklich, jetzt mal waren es Pokale, die Medaillen wahrscheinlich jetzt dann ausgehen. Aber es hat natürlich jeden Anspruch drauf, ist doch klar. Schön, dass so viele da sind. Dann nicht da der Kaiser Willi. Und jetzt muss ich mein Ziel umdrehen. Gesundheit, Schosch. Dann beim Hochbergpreis mitgefahren, mit mäßigem Erfolg, aber mit absoluter Begeisterung, der Schilcher Martin. Mitgefahren der Eigel Robert. Ja, bitte kommen Sie raus. Jetzt kriegst du den Ausdruck noch, so wie es in der Chronik drin liegt. Bitteschön. Dann beim Hochbergpreis mitgefahren der Deutschmann Wolfi. Jetzt weiß ich nicht, unser Artinger Junior mit deinem Auf- und Abführen, ich darf sagen, du kommst auf alle Fälle raus. Natürlich, klar. Nein, jetzt sind die Medaillen. Und Sommerhammer warst auch recht fleißig. Herzlichen Dank. Bärig, ganz bärig. Wenn man beim Hochbergpreis runterfährt von der Siegerehrung, dann ist eigentlich schon alles zusammengebrannt. Also das ist wirklich super. Dann haben wir noch den Tibel Lars. Last but not least. Gefreut mich auch narrisch, der Lars fährt mit einer Begeisterung, weil sein Bub fährt. Und es dauert noch ungefähr 5-8 Trainingseinheiten, dann fährt der Bub schneller. Also da könnt ihr fest davon ausgehen. Ja, mein. Jetzt muss ich gerade in die Runde schauen, jetzt stehen schon fast mehrere hier vorne, da sitzen. Habe ich jetzt noch irgendeinen vergessen, der irgendwo mit... Wo ist er denn? Achso, Eigel Florian, genau, der ist auch mitgefahren mit... Was ist denn der mitgefahren? Mit der Bimota. Du bist da mit dem Roller gefahren heuer, genau. Rollerfahrer. Achso, gut. Artinger Klausi ist... Bitte? Das weiß ich nicht. Wenn er, das ist eigentlich jetzt eher wurscht. Natürlich ist es auch bärig, wenn er mitfährt. Da brauchen wir gar nicht reden, da gibt es auch einen Applaus. Das ist doch entscheidend. Das ist nämlich genau das, was
selbst die Schlosser Monika bei der Crosscup-Gesamtehrung, Kinder Crosscup, die war da herin, nochmal gesagt hat, weil sie ist mitgefahren, ihre Mama ist mitgefahren. Einfach nur dieses Ambiente, dass man sich zusammenstellt, dass man mal einen Kaffee kauft und dass eigentlich eh gar nicht so wichtig ist, ob man wirklich zweimal genau gleich aufgefahren ist. Das ist nicht das alles Entscheidende. Habe ich jetzt noch irgendjemand vergessen? Das war mir wirklich zuwider. Nieder. Andi, du bist nirgends gefahren, oder? Nieder. Fahrt der Bub besser, gell? Jawohl. Also, wenn wir keinen vergessen haben, möchte ich euch bitten, rutscht einmal ein bisschen zusammen, dass wir noch ein schönes Beutel zusammenbringen. Mit groß und mit klein. Weil das, glaube ich, ist ganz wichtig. Habe ich die schon genannt? Du bist der? Vinzenz, du bist aber auch gar nicht gefahren, gell? Ehrlich? Oh Gott, denke mal, der schaut so traurig. Das will ich natürlich gar nicht, aber er mag die Medaille nicht. Der Hinterreiter Vinzenz. Stell dich zu mir und rutscht so ein bisschen zusammen, dass der Ronny. Rutscht so ein bisschen zusammen, ein wenig weiter oben noch alle. Dass er da ein gescheites Beutel zusammenbringt, der Sportleiter da mal mit drauf, das gehört sich ja so. Ja, weil sonst bringen wir das Beutel nicht voll. Und ich möchte euch bitten, wenn man sich das so schaut, ich habe es vorher schon gesagt, jung und alt, man muss miteinander reden, dann kommt man auch zusammen und alle anderen bitte schön einen Riesenapplaus für die, die aktiv waren. So, und jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik mit dem Heini und im Anschluss wird gezaubert. Weil der Zauberer muss seine Hände frei sein und der kann jetzt nicht groß mit dem Mikrofon. So, Zauberer ist an sich ganz einfach. Habt ihr schon mal einen Zauberer gesehen? Ja. Ja. Was braucht er so ein Zauberer? Was braucht er? Ein Hut. Ein Hut braucht er. Und was braucht er noch? Ein Zauberstab. Herrscher Zeit. Wenn ich jetzt meinen Zauberstab daheim vergessen habe, was kann ich da machen? Da kann ich ja einen Herd zaubern. Aber da brauche ich jetzt unbedingt ein Zauberwort. Und ich weiß ein Zauberwort, du weißt das. Simsalabim ist ein gutes Zauberwort, das stimmt. Aber es gibt noch ein besseres Zauberwort. Hokus Pokus ist auch nicht schlecht, du weißt das. Abracadabra, genau. Das passt. Abracadabra ist das beste Zauberwort, das es gibt. Weil, sagt sie mir hier miteinander, hier fliegen da mal schnell Abracadabra. Abracadabra. Scheit. Abracadabra. Genau, weil dann haben wir einen Zauberstab, schaut sie mir her. Dann wird es schon einfacher mit dem Zaubern. Dann hat natürlich die Zauberer, die haben immer so Assistentinnen. Das möchte ich natürlich auch machen. Die Theresa hat gesagt, sie macht die Zauberassistentin. Ja, das ist ein Applaus für die Theresa. So, Theresa, nimmst du meinen Zauberstab in die Hand? Das ist so, das ist ein echter Zauberstab. So Burschen aus der Motorradszene neigen dazu, andere Sachen als Zauberstab zu verkaufen, das ist ein echter Zauberstab. Merkst du vor allem an der Regel. Nein, gut, aber das ist ein Zauberstab. Okay, Zaubern ist eine äußerst gefährliche Angelegenheit, das heißt, während am Zaubern darf nicht geraucht werden. Haben wir irgendeinen Raucher noch da herin? Irgendeinen Raucher? Ja. Haben wir keinen Raucher mehr? Oh, ja. Lass du bitte schon mal eine Zigarette noch zünden? Ja. Darfst du jetzt auch nicht anzünden da herin? Weil das ist Aufführung, eine Theateraufführung, da darf man nicht mehr raus. Hat euch noch nie mehr, aber da ist ein Kettner, wie ist der? Weißt du, was ist er? Alles? Zaubern, ich sag, das alles ist gefährlich. Das heißt, während dem Zaubern darf nicht geraucht werden, dass das jetzt jeder weiß, dass man das nicht machen darf, werde ich die Zigarette, wo ich sich jetzt umziehe, da in ihre Jacken ausdrücken. Alles, da brauchst du aber keine Angst nicht haben, weil der Trick haut fast immer hin. Außerdem, ich hoffe, die Jacken waren jetzt daher alles. Bei K&L gleich nicht gesehen. Ich habe mich bei 29 Jahren schon gesehen. Gibst du bitte schon deine Zigaretten? Theresa, du warst unter den Zaubersprüchen, wie heißt der? Abracadabra, gell? Mein Kollege, der Herr Copperfield, der hat ja immer blonde Assistentinnen. Ich habe lieber so Brünette, weißt du, weil die Blonden, die verstehen ja meine Tricks oft nicht, weil die so kompliziert sind dann, weißt du? Okay. Das ist
Und wir haben hinten den Zauberstab. Also, Abra, Kadabra. Sechs. Dann ist Gott sei Dank nichts passiert. Ha? Alles, was sagst du jetzt? Ha? Sauber. Echt? Ja, geh her. Wenn du auch kurz kommst, dann geh her. Das möchte ich sehen. Billiger geht doch. Ja, billiger geht doch. Nein, hältst du hier nicht drauf, gell? Ja, nein. Jetzt brauchen wir schon wieder eine Zigarette. Hörst du mal? Ich weiß gar nicht, weil... Also eine Weltpremiere, unser Alois. Muss man gerade sagen, wie das geht. Du musst nur Abracadabra sagen, dann passt es. Zuerst einmal ein Loheim machen. Zuerst mal ein Loheim machen. Loh eine. Drauf. Du Loh eine. Gott. Gott, Abracadabra. Ein Schweinestall wurde eingeweiht. Was gut?
ein Schweinestall wurde eingeweiht. Also ein Saustall ist eingeweiht worden. Und da war der Bürgermeister, ist da so unter die Sau drin gestanden und dann haben die in der Zeitung ein Foto gemacht. Und dann haben sie den gewissen, die also schreiben in der Zeitung Bürgermeister unter Schweinen oder Bürgermeister bei Schweinen. Auf alle Fälle ist dann am nächsten Tag in der Zeitung gestanden, Bürgermeister Dritter von links. Gut. Jetzt pass auf, das ist also die Farbmuster, Tobi, das ist klar. Rot und Weiß, das passt auf alle Fälle zusammen. Rot und Weiß passt zusammen. Was auch zusammenpasst, ist, wenn du das Blau und Weiß magst. Blau und Rot. Passt auf alle Fälle auch zusammen. Das passt. Was auch passt, wo man gar nicht meint, ist das Blau und Gold, wenn du das magst, der Motorrad. Das passt auf alle Fälle auch zusammen, gell? Wo natürlich in Bayern immer passt, ist Blau und Weiß. Ist ja logisch. Passt auch zusammen. Und man glaubt es gar nicht, aber zu dem Roten passt es Gold auch. Das passt also. Und die hervorragende an der Farbe doof ist, die kannst du überall einschieben. Die kannst du nämlich komplett slingen. Schiebst du es ein, gell? Und dann, wenn du jetzt vor dem Motorrad dort stehst und möchtest es lackieren, dann stellst du dich hier und dann überlegst du wieder. Mei, wenn ich es jetzt blau mache, wie was passt jetzt das Blau zusammen? Dann mit Gold passt es zusammen. Oder das Blau passt mit Rot zusammen. Rot passt mit Rot auch zusammen. Schau. Das Rote will auch mit dem Weißen zusammenpassen, gell? Aber das Rote will auch mit dem Gelben zusammenpassen. Eigentlich ist es wurscht. Ich glaube, ihr könnt die Motorrad anstreuen, wie es geht, gell? Das passt nämlich alles zusammen. Hauptsache sauber putzt sind sie dabei. Yes, danke schön. Jetzt habe ich noch was dabei, und zwar ist das ein Kochtopf für Junggesellen. Da kann man nämlich super sagen, kochen. Junggesellen sind eine ganz verrückte Art auf dieser Welt, weil die sind ja Menschen, die sich nicht vermehren und trotzdem nicht aussterben. Ganz eine verrückte Geschichte der Junggesellen an sich. Und die sind so Kochtöpfe, da tust du ein bisschen was rein, ein bisschen Gewürz. Dann tippst du einmal mit deinem Zauberstab hin. Und dann schon kann sich der Junggeselle ein Essen machen. Das dauert dann 10 Sekunden, bis das Essen fertig ist. Setzen wir schon mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann schauen wir. Wo hängt es? Nicht hier drin funktioniert, aber doch. Jo! Ein Bratwurst. Da hat er gesagt, der alte Hurenbauer ist gestorben. Da hat er gesagt, mei, hat er recht leiden müssen. Da hat er gesagt, nein, der war gar nicht verheiratet. Aber jetzt habe ich da vorher eine Dame gefragt, die hat einen Ring dran, hat sie gesagt. Das ist zwar nicht der Ehering, aber trotzdem. Kannst du mich schnell rauskommen mit deinem Ring? So. Den nehme ich jetzt hin. Das ist auch der Ausdruck von mir. Ich habe jetzt noch runter. Kannst du mir den Ring jetzt nehmen? Simsalabim! Oh, jetzt muss es gehen.
Nein, du hast immer noch. Erst hast du gesagt, wieder da ist. Du hast noch. Der Lisa, du musst doch mit dem Zauberstab hintippen, Mensch. Da, jetzt haben wir schon so viel geübt und du tust den Hit. Auf jetzt. Mensch. Jetzt, und jetzt war ich noch mehr. Simsalabim! Ist er weg. Komm noch neue Minger. Jetzt hoffe ich, dass er nicht zu teuer war, wie er drin. Schon. Ja, aber nicht so ausgehört, wie so ein AK-Modell. Aber da haben wir einen. Da schaust du mal rein, ja, genau, ob der Ring da ist. Einschauen. Ja. In der Schachtel ist nicht so überraschenderweise eine Schachtel drin. Bist du in die Schachtel raus da? Da haben wir reingeschaut. Ja. Da ist auch nicht mehr Schachtel drin. Ja. Und in der Schachtel ist aber zur Überraschung von allen Leuten eine Schachtel drin. Jetzt wird es gelernt. Jetzt wird es gelernt, Schachtel. Jetzt ist es noch eine drin. Jetzt schauen wir. Jetzt sind wir. Nur eine Schachtel drin sein. Da ist und dieser Schachtler? Wo bist du? Ich glaube, das ist nur mehr Schachtler. Ich hab zur Tür geschaut. Ah, da schauen wir. Da ist der Ring drin. Jetzt schauen wir, ob es der richtige ist. Ich glaube, das ist er. Haben wir Glück gehabt, gell? Zeigst du vielleicht eine Karte raus? Schaust du da hoch?
Vielleicht lass dich hinten auch noch mit reinschauen. Die sind Skatspiele, die haben Skatspiele, die Chinesen. Steckst du es da mit rein? Gut, soll ich mit rein? Soll ich mit rein? Sie sehen, so funktioniert eigentlich ein Trick oder überhaupt ein Kartentrick. Ich nehme das Kartenspiel da raus und da muss ein bisschen eine lockere Atmosphäre erzeugen, dass es keiner aufpasst. Und jetzt bin ich hingegangen zu ihm. Er steckt natürlich die Karten, wo er vorher rausgezogen hat, rechts wieder rein stecken, aber ich habe vorher da hinten das Kartenspiel umgedreht. Du hast gar nicht gesehen, oder? Weißt du, ich schau nichts. Ja, jetzt bist du schon so. Okay, jetzt holt es auf alle Fälle. Ich habe das Kartenspiel umgedreht, wieder hinzuziehen. Er hat die Karten eingesteckt. Das heißt also, in diesem Kartenspiel, jetzt kann ich deine Karten relativ leicht ausfinden, weil die ist ja falsch rum drin. Genau, die ist jetzt falsch rum drin in dem Kartenspiel. Jetzt pass auf, das können wir mal auch beweisen. Wir machen mit zwei Schnippen, kann ich das wieder sichtbar machen, das Kartenspiel. Und in dem Kartenspiel muss also jetzt eine Karte andersrum drin sein. Und das ist die Karte, die du dir ausgesucht hast. Was war das für Karten? Das musst du mir jetzt sagen, weil sonst... Großunter. Großunter. Ja. Das sind Skatspiele. Das ist der Großunter. Ja. Rote Ubi. Groß Ubi. Aber groß gibt es auch nicht beim Karo. Pik. Pik ist das dann. Ja? Pik. Da, immer Pik. Wir schauen in diesem Kartenspiel, weil es also irgendwo muss da ein Karten. Es muss also irgendwo ein Karten falsch drin sein. Das suchen wir gerade. Ich glaube, das ist jetzt schlecht, weil da sehen die Leute nichts mehr. Schaut mal. Schaut mal. Oh, eine ist. Bitte schauen, eine ist falsch drin. Ich habe gefunden. Bitte ihn und hochhalten. Tatsächlich, der Pickbubi. Weißt du, wo ich schon mehr eingesteckt hast, gell? Dankeschön für den Applaus. Ja, aber wir haben ja alles, ist ausgemacht noch heute. Da haben wir schon gesagt, irgendwas Besonderes müssen wir schon machen, wenn wir heute schon mal da sind. Bei euch und dann habe ich noch alles ausgemacht. Weißt du, was wir machen? Wir zersägen eine Jungfrau. Immer keine mehr. Jetzt hat der Hannes telefonieren angefangen und ich habe telefonieren angefangen wegen dem Zersägen von der Jungfrau. Und meint ihr, wir hätten eine einzige scharfe Säge auf dem Nix. Deswegen machen wir es ein bisschen anders heute. Wir lassen eine Jungfrau schweben, weil da geht es nicht ganz so genau. Da habe ich meine Brille Gartenstühle dabei. Alles, und wem hast du gemeint, lass du mir schweben? Die Julia. Ne? Die Julia. Wo ist denn die Julia? Die hat das geahnt. Alles, dann muss man das selber nicht so. Oder war ich mir doch nicht gerne gesagt? Ja. Was ist denn? Okay. Ich werde jetzt den Stuhl da einmal raus tun.
Man, aber das geht ja nicht. Das weiß ja jeder, dass das eigentlich nicht sein kann. Deswegen werde ich euch den Trick jetzt erklären, wie der funktioniert. Der Trick ist eigentlich ganz einfach. Man hat auf der Bühne normalerweise da herum einen Siemens Lufthaken montiert. Da ist da ein Siemens Lufthaken reingeschraubt. Da kommt ein unsichtbares Zauberseil durch den Siemens Lufthaken durch. Und normalerweise wird das am Bühnenende festgehalten. Aber wenn das vielleicht irgendeiner festhalten kann, kannst du mal das Seil halten. Ein bisschen straff ziehen. Ja, ja. Was ist das? Das ist cool. Ein bisschen anziehen. Wie heißt du? Andi. Du Andi, wenn alle anderen Leute klatschen, ja nicht mitklatschen. Ja, nein, nichts passiert. Andi, zieh mich an. Ja, ja. Und ihr seht, nur an der Stuhllehne und an Andi sein Seil hinkt unsere Jungfrau. Müssen wir es gleich wieder aus ihrer misslichen Lage befreien? Andi, der ist auslassen. Ein riesen Applaus für den Andi, hat er super gemacht. Da haben wir unseren Bredel gleich wieder rein. Was ist denn passiert? So, und jetzt winken wir unsere Jungfrau wieder auf. Jetzt noch? Ja, ist er. Ja,